Als die Menschen Augusto de Oliveira zum ersten Mal auf den Straßen von Hyannis in Massachusetts sahen, waren sie tief beeindruckt. Hier war ein Mann Anfang 20, der mit einer beeindruckenden Gruppe deutscher Schäferhunde unterwegs war. Die Hunde waren eng aneinander geschmiegt und es war sofort ersichtlich, dass sie als Einheit funktionierten und einen bemerkenswerten Zusammenhalt und eine außergewöhnliche Disziplin zeigten. In der Mitte stand Augusto, ihr stolzer Besitzer, der sich eindeutig als Anführer des Rudels fühlte. Diese unglaubliche Darbietung von Stärke, gepaart mit absolutem Gehorsam, war faszinierend und zog natürlich die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten auf sich. Je mehr sie versuchten herauszufinden, wie Augusto dieses Ergebnis erreicht hatte, desto suspekter kam ihnen die Situation vor. Viele von ihnen waren selbst Hundebesitzer, jedoch hatte es keiner von ihnen jemals geschafft, seine Hunde so zu trainieren, wie Augusto es mit seinem Rudel deutscher Schäferhunde getan hatte. Selbst erfahrene Hundetrainer und Tierexperten fanden es schwer zu verstehen, wie sich diese Hunde unter so ungewöhnlichen Bedingungen so gleichmäßig bewegen konnten. Als sich schließlich ein Passant traute, dem Rudel näher zu kommen, entdeckte er etwas Unglaubliches. Keiner der deutschen Schäferhunde trug eine Leine. Dennoch bewegten sie sich wie ein perfekt koordiniertes Team, als wären sie mit unsichtbaren Seilen miteinander verbunden, ähnlich wie ein Schlittenhundegespann. Jeder Hund kannte seinen Platz und folgte den Befehlen von Augustos Stimme. Keiner der deutschen Schäferhunde schien sich um andere Hunde zu kümmern, die ihnen auf ihren Spaziergängen begegneten. Sie ignorierten das Bellen anderer Hunde völlig. Ihre gesamte Aufmerksamkeit galt ihrem Rudel und ihrem Besitzer. Die Leute starrten Augusto und seine Hunde bei ihren täglichen Streifzügen durch die Straßen und Parks von Hyannis mit Ehrfurcht an. Einige waren so beeindruckt von diesem außergewöhnlichen Verhalten, dass sie oft darum baten, ein Foto mit ihnen machen zu dürfen. Mit einem einzigen Befehl konnte Augusto die Hunde dazu bringen, abrupt stehen zu bleiben und für ein Foto zu posieren. Sobald die Fans zufrieden waren, pfiff Augusto und die Hunde stellten sich wieder in eine Reihe. Innerhalb kürzester Zeit wurden der junge Mann und sein Rudel das Gesprächsthema in der Stadt. Hinter vorgehaltener Hand wurden Gerüchte verbreitet, dass etwas Seltsames im Gange war. Einige Nachbarn und Passanten waren sehr misstrauisch gegenüber dem Mann, der sich nur mit seinen Hunden umgab. Nur wenige Menschen besuchten sein Haus und es schien, als hätte er keine menschlichen Freunde. Abends verbrachten selbsternannte Ermittler Stunden vor seiner Wohnung, spähten durch die Vorhänge und lauschten auf jeden Hinweis, der erklären konnte, wie ein so sanftmütiger Mann all diese wilden Hunde dazu brachte, ihm zu gehorchen. Sie vermuteten, dass er sie misshandelte, um sie gefügig zu machen, und einige durchsuchten sogar seine Mülltonnen, um ihn zu entlarven. Eine dieser Nachbarinnen war eine neugierige Dame, die ihr Leben der Rettung von streunenden Tieren gewidmet hatte. Sie war davon überzeugt, dass Augusto Elektroschock-Halsbänder benutzte, um seine Hunde zum Gehorsam zu zwingen. Dieselbe Frau ging in der Nachbarschaft herum, um Unterstützung für eine Petition zu sammeln. Sie wollte, dass sich die Behörden einschalteten und gegen diesen angeblich misshandelnden Hundebesitzer ermittelten. Augusto selbst blieb äußerst verschwiegen, wenn er nach seinen Trainingsmethoden gefragt wurde. Unbewusst trug seine Zurückhaltung dazu bei, Misstrauen zu schüren. Allenfalls gab er preis, dass es viel Hingabe und Geduld erfordert hatte. Es war kein Geheimnis, dass er sein Leben dem Ziel gewidmet hatte, ein erfahrener Hundetrainer zu werden. Augusto war mit deutschen Schäferhunden aufgewachsen. Diese Hunde haben einen ausgeprägten Schutzinstinkt und zögern nicht, ihr Leben für die Verteidigung ihrer Liebsten zu opfern. Jeder konnte sehen, dass dieses Rudel Augusto mit ihrem Leben beschützen würde. Doch diese bedingungslose Treue war letztendlich das, was die Polizei veranlasste, den Vorwürfen möglicher Tiermisshandlung genauer nachzugehen. In den Augen einiger Leute schien es unmöglich, dass diese Hunde einfach nur gehorsam waren, weil sie Augusto respektierten. Ihr Besitzer musste finstere Foltermethoden angewendet haben, um sie zu diesem unbedingten Gehorsam zu zwingen. Obwohl Augusto in Massachusetts ein neues Leben aufgebaut hatte, war er in Brasilien aufgewachsen. Als Junge war er von deutschen Schäferhunden umgeben und zeigte sofort ein starkes Interesse am Verhalten von Tieren. Durch Zufall entdeckte er, dass er eine natürliche Fähigkeit hatte, ihr Verhalten zu beeinflussen. Als Polizeibeamte jedoch seine Wohnung betraten, waren sie fassungslos, was sie vorfanden. Augusto und seine Hunde führten einen einzigartigen Lebensstil. Es gab keine Anzeichen von Hundehütten oder Zwinger, in denen Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Hannah und Savannah schliefen. Stattdessen teilten sich die Hunde alle ein Bett mit Augusto. Keine Couch und kein Teppich waren für Augustos treue Begleiter tabu. Da die Polizei nicht wusste, wie sie weiter vorgehen sollte, zogen sie Tierexperten hinzu, die Augusto einige Tage lang genau beobachteten.
Sie analysierten jede seiner Handlungen und inspizierten die Wohnung gründlich. Nach ein paar Tagen war ihr Bericht fertig. Die gute Nachricht war, dass die Polizei keine Anzeichen für Vernachlässigung oder Misshandlung der deutschen Schäferhunde finden konnte. Im Gegenteil, diese Tiere lebten wie im Hundeparadies. Obwohl die Polizei und der Tierschutzdienst die aufmerksamen Bürger schätzten, die sich um das Wohl der gefährdeten Hunde sorgten, hatte sich dieser spezielle Fall als völliger Fehlalarm erwiesen. Die Hunde, die Augusto besaß, wurden wie Könige behandelt und erhielten das beste Futter und die beste Pflege. Ihr Besitzer liebte sie wie seine eigenen Kinder. Obwohl der Mann empört darüber war, wie wenig die Leute von ihm hielten, blieb er unbeirrt. Er gründete die Griffin Shepherd Kennels, wo er seine Zeit und Mühe der Ausbildung von Hunden widmete. Viele Hundebesitzer schickten ihre Welpen zu Augusto und innerhalb weniger Wochen hatten sie gut erzogene, voll ausgebildete Hunde, die sich problemlos an kleine Wohnungen oder andere Umgebungen anpassen konnten. In jüngster Zeit wagte er sich sogar in die Straßen von Boston, wo sich seine Hunde trotz des zusätzlichen Lärms und einer völlig anderen Umgebung immer noch äußerst diszipliniert verhielten. Seine Methoden haben ihm einen außergewöhnlichen Ruf eingebracht und ihn seit 2013, als eines seiner Videos viral ging, zu einer Internetsensation gemacht. Wenn dich diese Geschichte genauso fasziniert hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Mann setzte einen Hund im Wald aus. Was ein Wolf dann tat, ist unglaublich. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.